So, und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe Way of the Hunter. Ich bin ja immer noch an den neuen Waffen dran. Also ich habe immer noch nicht alle ausprobiert. Erstmal nur die, ich sag mal, die leichteste bisher. Und ich habe ja noch die Quest, dass ich für das neue Jagdgebiet einen Elch mit 2 Sternen oder höher schießen soll. Deshalb könnten wir uns eigentlich schon mal eine Stufe 6 Waffe von den neuen ranwagen. Ich probiere es aus. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Video. Ja. Let's go. Wir haben hier noch die Long Range, die wahrscheinlich für längere Entfernungen ist. Das Führungsgewehr. Das klingt verboten. So, gibt es noch die 19? Die 1903. Das ist ja die, die ich im Besitz habe hier. Es gibt noch eine 5er-Waffe, okay. Dann probieren wir die andere 5er-Waffe aus, bevor ich hier wirklich auf 6 gehe. Probiere ich die aus. Wie viel hat die mich jetzt gekostet? Viel zu viel wahrscheinlich. Ich habe gar nicht hingeguckt. Ich bin einfach das Rich Kid, weißt du, weil ich gucke gar nicht hin, wie viel ich da bezahlen muss. Gut, heute mal ein bisschen auf Elch. Ich habe ja noch die Quest für das Gebiet hier oben, damit ich endlich die Jagderlaubnis bekomme. Dass ich einen schönen, netten Elch schießen soll. Und ich habe jetzt eine von den neuen Waffen dabei. Die Remington 1903. Und mit der versuche ich es jetzt natürlich, so ein Elch zu schießen. 9.24 Uhr, das sieht gut aus. Eigentlich müssten hier welche sein. Muss man nur etwas vorsichtig und leise sein. Wir müssen Ninjas sein. Ninjas mit Schusswaffen. Ja, weiß ich nicht. Also Elche lassen sich leider hier nicht... Ich wette mit euch, dass das da Bedürfnisgebiet Elch ist. Aber... lassen sich nicht blicken. Da war ich halt noch nicht, ne? Es kann natürlich auch sein, dass die zur Trinkzeit da sind. Weil ich bin ja jetzt sowieso Trinkzeit-Elche, ne? Also jetzt ist gerade... Na gut, die sind jetzt eine Stunde am Trinken. Hm. Dann gehen wir da rüber. Probiere ich mal da mein Glück. Dann entdecke ich zumindest auch mal... lege ich da ein bisschen was frei. Bin ich mal an dem See gewesen da. Mich wundert es halt, dass hier unten ist halt so schönes Gelände dafür. Und die ärgern mich halt, indem die jetzt an dem See trinken gehen wahrscheinlich, weil hier einfach nichts ist. Sehr gut. 260 bis 280 Meter Elch. Der Wind steht sehr gut. Da könnte ein bisschen besser stehen. Vielleicht sollten wir so ein bisschen surrounden. Den möchte ich auf jeden Fall mal scannen, um herauszufinden, wie viele Sterne er hat. Ist wahrscheinlich ein Einsterner und jung. Bei meinem Glück hat er einen Stern und ist jung. Jetzt haben wir leider keine Bubble mehr. Jetzt müssen wir so ein bisschen nach Gefühl gucken. Eigentlich müssten wir ja schon fast auf Schussreichweite ran sein. Aber ich sehe noch nichts. Bisher. Ah. Der hat 2 Sterne. Der hat genau 2 Sterne. Das ist unser Tier, unser Mann. Den brauchen wir jetzt. Muss jetzt aus dem Wald heraus und... erschrocken. Wir sind abgesprungen. Scheiße. Ich höre manchmal so Äste knacken, aber ich sehe keine Bubble. Eine Geräuschbubble. Wisst ihr, was ich meine? Wildente. Ist das auch Wildente? Okay, das ist unser See. Unser See der Begierde. Nicht, dass wir durch das Verjagen hier Jagddruck aufgebaut haben, der ich jetzt daran hindert, hierher zu kommen. Ich habe so ein bisschen geguckt. Ich vermisse zurzeit diesen... Man hatte immer in so einen Red Dot, der einen angezeigt hat, wo die Kugel hinfliegen wird, wenn man aus der Entfernung mit der Annullierung der Waffe schießen würde. Leider habe ich beim letzten Mal schon festgestellt, ist der irgendwie weg. Ausgepatcht oder so? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Wahrscheinlich einige bemängelt, ist zu einfach,
Da sieht man ja gleich, wo die Waffe hin schießt und so. Nehmt das mal lieber raus. Ja, aber irgendwie hat es trotzdem, es hat geholfen. Ja, klar, man muss sich ein bisschen beschäftigen. Es steht ja auch dran. Bei Call of the Wild steht ja zum Beispiel jetzt nicht dran. Ich habe ja direkt ein Entfernungsmesser in der Waffe. Ganz oben rechts steht ja da 265 Meter. Wenn ich da jetzt hinziele, da würde ich... Der Stein ist 206 Meter entfernt. Ne? So, da kann man schon eigentlich ziemlich genau nullen. Und es kommt einfach kein Elch. Ein Zwei-Sterne-Elch, den ich gesehen habe, Mann. Ich bin so traurig. Ich nehme schon seit 50 Minuten auf und habe einfach noch nichts geschossen. Heute könnte es sein, dass da. Heute ist der magische Stream, wo wir einfach nichts schießen. Nur einer. Nur einer mit zwei oder mehr Sternen. Das reicht mir. Muss natürlich ein Männchen sein. Männchen mit zwei oder mehr Sternen. Wenn ich das da, kann man den schießen? Das ist bestimmt eine Gans, ne? Die kannst du ja alles schießen, was rumfliegt. Hier gibt es ja keine... Ich glaube, hier gibt es gar keine Fake-Vögel. Gibt es hier Fake-Vögel? Ich habe auch so den Eindruck, dass wenn man die einmal an einem Platz verjagt hat, dass dieser Platz erstmal nicht wieder aufgesucht wird. Geschwindigkeit ist keine Hexerei. Vorteil freigeschaltet. Was macht das? Schauen wir gleich mal rein. Nee. Geschwindigkeit ist keine Hexerei. Gehe 15 Kilometer in geduckter Haltung. 15% schneller, aber 10% lauter bei Bewegung in geduckter Haltung. Lol. Warum kriege ich einen Nachteil? Also, klar, 15% schneller, aber 10% lauter einfach. Das ist ein Fake-Vogel. Es gibt doch Fake-Vögel. So. Also, ich habe gerade eben im Prinzip bei Charakter den Vorteil, Geschwindigkeit ist keine Hexerei freigeschaltet. Dafür musste ich 50 Kilometer in geduckter Haltung gehen. Und kann jetzt 15% schneller, aber 10% lauter bei Bewegung in geduckter Haltung sein. So. Jetzt habe ich gerade durch den Chat erfahren, dass das nicht ständig aktiv ist, sondern dass das, wenn man schleicht, erst aktiv ist, wenn man Shift drückt. Also wie wenn man rennt, dass man dann, also oder in aufrechter Haltung, dass man dann kurz rennt, ne? Und wenn man das macht, dann geht auch der Jagdsinn aus und man ist wirklich ein bisschen schneller. Das steht aber vom Spiel nirgends beschrieben. Ist krass. Es ist doch nicht wahr. Ist hier Elchzeit ist heute vorbei oder was? Gibt es keine Elche mehr in dem Spiel? Ich bin doch direkt... Es ist doch zwischen 9 und 10. Die müssten doch jetzt hier Trinkzeit haben. Warum sehe ich von den Schlawinern hier keinen? Die sind direkt da. Er sieht gar nicht so verkehrt aus. Ah, der ist jung und hat einen Stern. Er wird mal ziemlich gut werden. Würde ich jetzt spontan vom Geweih her sagen. Aber... Ich würde da gerne noch einen sehen. Ja, aber du siehst noch schlechter aus vom Geweih. Das ist die Gruppe mit den zwei Jungen, die ich beim letzten Mal schon gesehen habe. Naja, ich komme. Also ich würde ja gerne hier oben schießen. Würde ich ja gerne hier oben. Da habe ich schon Vierer gesehen. Aber darf ich ja leider nicht. Nee, das ist die gleiche Gruppe, die ich eben gerade verjagt habe, ne? Die sind oft Elche. Aber wo denn? Also, wisst ihr, was ich meine? Zeigt euch doch mal, ihr hässlichen Tiere. Ich wäre jetzt auch d'accord mit einem Fluchgeräuschen. Dann weiß ich zumindest, wohin die abhauen. Kann ich hinterhergehen und dann nochmal versuchen anzusetzen, aber so gar nichts. Hat er es gesagt oder hat er es gesagt? Er hat es gesagt, ne? Er wäre auch mit Fluchtgeräuschen zufrieden. Hat er gesagt. So. Das meinte ich nämlich damit, ne? Also, die kommen ja dann irgendwann zum Stehen und beruhigen sich da an der Stelle. Und dann kann ich die da markieren. Und weiß, wo die sind.
Wenn da jetzt nicht nur das Weibchen stehen würde. Aber ich glaube, die anderen stehen da auch. Weil erstmal sah das Männchen, was von mir weggelaufen ist, nicht so gut aus. Aber ich schieße jetzt trotzdem drauf. 200 Meter genullt. Geiles Nachladen, finde ich gut. Das gefällt mir in der Waffe. Auch vom Sound her war die echt knackig. Gefällt mir. Bevor ich heute gar nichts schieße, schieße ich allen Erwachsenen einen Sterner. Er liegt mitten im Bedürfnisgebiet. So, erster Treffer in den linken Lungenflügel. Und leider nicht in den rechten. Hatte gar nicht so viel Durchschlag auf 200 Meter. Heißt, ist jetzt aber auch nicht unbedingt was Schlechtes. Der zweite Schuss dann wieder in den linken Lungenflügel. Oh, zweimal links, okay. Jagdwertung 4 von 5, warum? Warum 4 von 5? Kann mir das einer erklären? Das wüsste ich gern. Ich wüsste gern, was ich falsch gemacht habe. Kann das sein, dass es zu viel Energie war? Aber es sah doch eigentlich okay aus. Durch den zweiten Schuss hast du Flashverlust. Ah, okay. Hätte ich vielleicht nur einmal schießen sollen. Ah, das ist der Junge. Ja, das sind die. Das sind die drei. Ja, es bringt mir nicht viel, außer dass ich nochmal aufs Weibchen schießen kann hier vorne. Das war kein Herztreffer. Das war kein Herztreffer? Ich war mir ziemlich sicher. Viel Blut. Da vorne ist er schon wieder. Junge, ich. Lassen Sie sich nicht wirklich verscheuchen hier. War's gut. Ich würde gerne eine neue Gruppe sehen. Müsste jetzt nur noch ein Pärchen sein. So, doch. Volle Kajüte ins Herz. Aber die lief trotzdem noch weiter. Lief trotzdem noch weiter. Okay, okay. Jagdwertung 5 von 5. Okay, also es lag tatsächlich am zweiten Schuss, den ich gesetzt habe bei dem männlichen Elch. Weil sie habe ich ja jetzt mit einem Schuss aus 100 Metern. Und von der Energie her war das auch völlig in Ordnung. Ja. Okay, es lag wirklich am zweiten Schuss. Verstehe. Ja, so. Aber du bist halt noch jung, Engel. Geh doch mal, geh, verschwinde doch mal. Also die 4 von 5 Sterne lag tatsächlich daran, dass ich zweimal aufgeschossen habe. Und ich vermute, dass ich zweimal dasselbe Organ getroffen habe. Weil beim ersten Mal habe ich direkt schon die linke Lunge völlig zerschossen. So, ne?
Und beim zweiten Mal habe ich einfach nochmal auf die linke Lunge geschossen. Und ich glaube, deshalb habe ich eine 4 von 5 Sterne-Wertung bekommen. So, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge Way of the Hunter. Heute sehr, sehr wenig geschossen. Ein Elch habe ich geschossen. War die ganze Zeit auf der Suche nach einem 2-Sterne-Elch. Ich habe auch einen gesehen, aber er ist leider von mir weggelaufen und ich habe ihn an dem See dann nicht nochmal spotten können. Auch am nächsten Tag nochmal hingegangen. Nichts. Ich habe die ganzen Elchgebiete abgefarmt. Nichts. So ist dieses Spiel manchmal. Ihr könnt hier echt viel Zeit verbringen, ohne irgendwie mal irgendwas Schießbares zu sehen. Tja, ist manchmal so. Ist auch bei mir manchmal so. Ja, ich wünsche euch trotzdem eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ente sei ruhig. Tschüss.